Jo Leute, es ist übrigens erstaunlich zu sehen, wie viele Ratten nach meinem letzten Video auf einmal aus ihren Löchern gekrochen kommen, die vorgeben, jahrelanger Fan gewesen zu sein von mir. Ich aber von denen unter meinen letzten Videos das allererste Mal einen Kommentar gesehen habe. Es gibt bei YouTube so eine wunderschöne Funktion. Da kann man einsehen, wie viele Kommentare und wann welche Kommentare von dem Nutzer verfasst worden sind. Und wenn ich dann sehe, dass der allererste Kommentar, der verfasst wird von so einem jahrelangen Supporter, der erste ist, Abo ist gekündigt, du Nazi. Dann, mein Freund, dann ist das der richtige Zeitpunkt für dich, an der Stelle zu gehen. Es gibt so Menschen da draußen, die verfolgen einen, glaube ich, jahrelang, um dann nur darauf zu warten, den ersten Fehlschritt zu machen, um dich dann öffentlich an den Pranger zu stellen, die wirklich auf nichts anderes warten. Das sind auch die Leute, die regelmäßig meine Videos disliken, aus Prinzip einfach, ja. Und das sind genau die Leute, die ich jetzt durch das letzte Video ausselektiert habe. Und das freut mich wirklich sehr, dass ich diese Leute erkannt habe, die sich sofort drauf gestürzt haben, mich in Grund und Boden zu haten und als rechts zu diagnostizieren. Und Dankeschön, dass ihr euch an der Stelle entlarvt habt. Und jetzt weiß ich auch, wer wirklich zu mir stehen kann und wer halt wirklich nur darauf wartet, bis man einen Fehltritt sich mal leistet. Ja, ich gebe zu, ich habe nicht die beste Quellenangabe gemacht. Ich hätte mich wahrscheinlich vorher mit beschäftigen sollen. Also ich gebe zu, ich hätte mir wahrscheinlich vorher so ein bisschen Gedanken machen sollen, wer der Interviewpartner bei diesem gewissen Interview ist, auf das ich verlinkt habe. Mich persönlich hat es aber nicht weiter gejuckt, wer die Dame ist, die den Herrn dort interviewt, sondern was der Herr zu sagen hat. Ja? Mich interessiert nicht, ob die Dame links, rechts oder Mitte ist, ob die, was weiß ich, für ein genderfluides Lebewesen ist, sag ich mal. Ja? Das juckt mich die Bohne. Ich kenne die nicht, ich weiß nicht, was sie für einen Content macht. Das war wahrscheinlich mein einziger Fehler, dass ich mich davor nicht informiert habe. Sonst hätte ich das Ganze wahrscheinlich nochmal überdacht, wenn die aus einer rechten Richtung kommt. Ich will euch nur damit sagen, dass ich auf keinen Fall rechtes Gedankengut habe. Davon distanziere ich mich wirklich vom Herzen und verabscheue auch sowas. Und trotzdem möchte ich euch dazu anregen. Ja, trotzdem möchte ich euch mal dazu anregen, ein bisschen auch vielleicht mal zu hinterfragen. Ja, ich hinterfrage auch sehr vieles. Das liegt mir nun mal leider in der Natur, so bin ich nun mal. Und ich bin auch ein sehr skeptischer Mensch, deswegen hinterfrage ich auch so viel und mache mir auch sehr viele Gedanken, wenn irgendwas in meinem Umfeld passiert. Das ist nun mal so. Und ich versuche mein Umfeld auch weitestgehend immer zu schützen. Ja, das ist eigentlich auch der Grund dafür, dass ich dieses Video geteilt habe in, ja, quasi voller Euphorie, ein bisschen voreilig, ja, gebe ich zu. Einfach nur deswegen, weil das Panikminderung in meinen Augen ist. Nicht, es soll nicht das vertuschen, was es momentan ist, sondern dass es ein wirklicher Ausnahmezustand ist, der auch wirklich gefährlich ist. Aber er soll ein bisschen dazu dienen, nicht komplett zu überreagieren und Panik zu haben, sodass man nachts nicht mehr schlafen kann. Ja, das ist eigentlich mein einziger Grund, warum ich dieses Video geteilt habe. Und ich hoffe, das findet Verständnis. Natürlich rufe ich auch dazu auf, zu Hause zu bleiben und euch auch wirklich an die öffentlichen Medien zu wenden und auch das darauf zu hören, was die sagen. Das habe ich auch in keinster Weise abstreiten wollen. Wirklich nicht. Dazu solltet ihr einfach mal die Videobeschreibung lesen, die ich unter dem Video verfasst habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten das gemacht haben, sondern die genauso in voller Euphorie Hate-Kommentare verfasst haben, wie ich voller Euphorie dieses Video geteilt habe. Ja? Und ich möchte euch halt, wie gesagt, nur noch mal verklickern, dass ich die Verschwörungstheoretiker oder die Verschwörungstheorien genauso kritisch hinterfrage, wie ich auch die öffentlichen Medien kritisch hinterfrage. Ich denke, das ist nur fair. Ja, im Video kam es so rüber, als ob ich wirklich nur die eine Seite bevorzuge. Dies ist aber nicht der Fall. Ja.
Und ich hoffe mal einfach, dass ich den meisten von euch mein eigentliches Anliegen dahinter so ein bisschen schildern konnte. Ich wollte eigentlich nur das Ganze ein bisschen mildern, weil ich halt auch im persönlichen Umkreis Leute habe, die wirklich sehr viel Panik davor haben. Und die wollte ich eigentlich so ein bisschen damit beruhigen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich damit erreichen wollte. Ich hoffe mal, wie gesagt, dass das Ganze gut verläuft noch in der Zukunft. Und ich möchte das Ganze auch nicht unter den Tisch kehren und auch nicht wirklich großartig so mildern, dass es aus der Welt geredet wird, denn das darf es nicht. Ja, denn das große böse Erwachen kommt erst noch auf uns zu, denn wir stehen gerade erst am Anfang. Ja. Deswegen wünsche ich euch allen eigentlich immer nur das Beste. Ja, viel Gesundheit, bleibt stabil in den Zeiten und ich hoffe mal, dass ich den Leuten auch ein bisschen jetzt ja, so ein bisschen Einblick dahinter verschaffen konnte, was im Video nicht ganz so vorging. Peace.